Ich wollte schon sagen, bewegt sich die Kamera jetzt immer auf? Der Ausgang. Wollte das sagen, dass ich doch immer blinken? Langlauf. Warum poppt das da so groß auf? Ist das was Neues? Danke. Okay, ne, machen wir einfach mal das Offensichtlichste, ne? Ist das ein Wort? Offensichtlichste? Das Offensichtliche? Nachdem alles was hier so rumliegt, ne, das ist interessant. Sorry. Sorry? Fucking psycho. Foster was killed for that vial. I don't want to believe that Roddick is involved in all this. Unglaubliche Outlast Trials Flashbacks. Und doch munitionstechnisch ziemlich ausgedüngt, würde ich mal sagen. Ach, guck mal, jetzt wirklich. Ein Bauteil für die P, das ist die Magazingröße auf. Ah, okay, okay, hier. Mach doch mal den Verwendibus. Das ist ja nice. Also schön, dass ich nochmal nachgucken war. Ich dachte allerdings, das wäre Munition gewesen. Und ich vermisse hier trotzdem so ein bisschen so eine ganz normale Beretta. Eine Baretta, Beretta. Eine Knarre, ihr wisst, was ich meine. Nimm den Zug ins Castle. Okay, dann wird hier nicht mehr allzu viel passieren, hoffe ich mal. Guck mal, wie süß eigentlich. Motorrail-System hier mit Kärtchen, mit Fahrzeiten, alles aufge... Das ist eine unterirdische Geheimeinrichtung. Also da hatte der Level-Designer wohl sehr, sehr gut gemeint. Ne, mit den Texturen. Drücken wir gleich auch auf den Knopf. Einmal einen kurzen kontrollierenden Blick. Ich weiß ja nicht was, aber ich hätte mir irgendwas versprochen. Okay, ne, hinfort. Nun gut, ja, normalerweise versuche ich ja diese Ladedinger hier immer rauszuschneiden. Ich werde sie
Also den hier jetzt mal drin lassen, der scheint auch einigermaßen fix zu gehen. Also da muss noch ein bisschen nachgepatcht werden. Also diese Loading Gates, die sind hier wirklich extrem teilweise, wie ich finde. Ihr seid froh, dass ihr jetzt nur teilweise mitkriegt. Okay, weiter geht's. Der sieht man auch schon vollkommen alleine. Ne? Wir werden ja, keine Ahnung, was wir hier anrichten werden. Jetzt habe ich mich erschrocken. Helen! Stop! Freeze! There's no end of Hades down here. You. We meet at last. I don't think I've had the pleasure, miss. I heard all about you. As you wish. Let's skip the pleasantries. Just hand over the weapon so we can speak more calmly. Don't move a muscle. Maybe what I heard was exaggerated. Okay, you know your stuff. The way I see it, either we keep snarling at each other until one of us pulls the trigger, or you listen to what I have to say. The clock is ticking. We got off on the wrong foot. But we're going to have to cooperate if we want to get out of here alive. You don't have to get out of here alive. If I wanted to kill you, you'd already be dead. The last thing I want to do is put my trust in someone from Hades. But I'm all out of options. What's the matter? Too afraid to go alone? Fear is the appropriate response. The entrance to the castle is sealed due to the state of emergency. We're trapped in this fucking tomb. This is the only way out. We'll need to unlock it by deactivating the security system. So what are you waiting for? It's not gonna be easy. There are three sectors. The castle, medical area, and the residential area. Are you serious? Yeah. A few more floors down, we'll go through the center of the Earth. Whatever happened down there, it crashed the whole system. After disarming it, we'll need to get an access password from one of the facility managers. A password? We'll be looking for a needle in a haystack. I know. But a lot of the castle managers lived in the same neighborhood. In the residential area. I reckon that's a good place to start looking. Time out. I'm not convinced. God damn it. You'll never make it on your own. We have different objectives. Stop thinking like a soldier. I think we're both here for the same reason. To figure out what's going on. Otherwise, you'd have already pulled the trigger. Think about it. If you really want to shoot me in the head, you can do it later. Now you need me. We'll split up. I'll take care of the security system. You'll find the password. I don't want you getting under my feet. Okay. We keep in radio contact. And when we're done, we'll meet back here. And then you'll kill me, I suppose. Exactly. If you can. Anyway, you can call me Reyes. Reyes?
If you can get to the medical area, you should be able to deactivate the security system for this entrance. I'll look for the unlock code. We have to move. Okay, okay, ist ja schon gut. So, wie sind euer von dem da gekommen? West Area. Ja, ne, vermutlich später. Wollte auch noch mal kurz einen Blick hier hinwerfen, ob hier vielleicht ne, der eine oder andere ne, Doppelzentner Munition in den Ecken liegt. Sollte man hier überhaupt hinfahren können, wenn hier angeblich alles abgeriegelt ist? Ja, ich weiß, Spiel und Logik und soweit alles. Ach, wir sollen jetzt von hier aus tatsächlich erst da hinfahren. Okay, ja, okay. Ja. Warum nicht? Appointment for you, asshole. As soon as we meet again, you're going to need it. Can't wait. Seriously, though, you're doing the right thing. The president needs to know what happened. It's the only way to stop this thing happening again. Slow down, cowboy. We aren't on the same team. No, you're not like them. You're just wearing the wrong uniform. Concentrate on finding that fucking password. You don't know anything about me. Okay, listen. Be careful. Ich weiß, das sind die 90er, aber tun tut man nicht. Ach ja, aber die vor der Animation gerade, also vor dem Sequenz, was ich sagen wollte, war, habe ich mich hier total erschrocken, weil hier auf einmal bei mir die Feuerwehr auf der Tür ihre Sirene angemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man das im Spiel hier hört, ob ihr es gehört habt. Aber ich bin hier total zusammengesackt auf einmal. Genau im Moment, als hier im Spiel halt die Sequenz anfing. Ja. Ja, und da wir da unten den kreiselig haben, dann kann ich auch ein bisschen Stuss erzählen in der Zwischenzeit. Time to figure out how to disable that security system. And fast. Na, wunderbar. Ja, mein Umweg hat sich dann tatsächlich mal gelohnt. Sieht auch sehr vielversprechend aus, ne? Allerdings will ich ja auch nicht die ganze Stimmung hier, ne? A, kaputt rennen und B, kaputt quatschen. Aber ich hatte tatsächlich ne, bei einem meiner schärfsten Konkurrenten gesehen, dass man hier auch diese Dinger da wegballern kann, soll, muss. Ich weiß es gar nicht. Whatever this is, it seems to be all over the whole facility. Gross.
Ich meine, ist ja interessant, aber es bringt, glaube ich, nicht. Ich dachte, da wäre jetzt vielleicht auch was drin gewesen oder so. Wow, alles klar. Und ja, das war auch klar, ne? Wahrscheinlich heißt es gleich noch, ach, ich muss all diese Dinger hier erst zerstören. Moment mal, ich habe da so eine Ahnung. Ich glaube, ich muss die Dinger tatsächlich zerstören. Hier mein Frostgrip. Ich glaube, das ist das, was den Frostgrip da zuhält, dass der nicht komplett aufgeladen wird. Kann das sein? Ja, da bin ich nochmal von dem großen, ne, Loch mit Zähnen angegriffen, wer dem Fliegenden. Ein merkwürdiger Satz, wenn man nur drüber nachdenkt, ne? Muss ich das mal irgendwie testen. Hey, Gora. This place is a cemetery. There were references to that area in files I found in the base. They were carrying out some weird experiments there. Just be careful. Ja, ich habe ja jetzt nicht so die Möglichkeiten, nicht wahr? Die Spannung steigt. Jetzt ist es bei mir zwar am Plästern, was ein bisschen nervig ist, weil ich dann hier Probleme habe mit dem Sound. Weil hier ist jetzt dieses leise Geräusch, dieses Kratzen. Ihr hört das sicherlich. Ich glaube, das deutet aber nur darauf hin. Findet sich hier irgendwo so ein... Alien-Ding versteckt, oder? Das nervt, ne? Durch das Gepläster hier. Ich kann das Geräusch nicht so recht ausmachen. Ja gut, ich komme da wahrscheinlich auch ganz rum, ne? Okay, take it easy, one step at a time.
Da, guck mal, ist das nicht gemein? Gut. War mir ein Anliegen irgendwie. Ja, herrlich. Sie sagt mal nichts dazu, ne? Ich finde die Stimmung hier auf jeden Fall spitze. Also dafür, dass dieses ganze Area 51 und Geheimdingens hier wieder, ich meine, das ist ja auch purer Blödsinn eigentlich, dass sie hier alleine losgehen. Wie das aber eben halt immer so ist auch. Ich sage euch, obwohl hier nichts passiert, also ich sage es ja in jedem Horrorspiel auch, ne? Ist vielleicht was ganz anderes, finde ich, ob man zuguckt oder ob man selber spielt. Ich werde hier gerade richtig gestresst irgendwie, ne? Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, wovon? Ja, aber alleine schon hier so angespannt durch die Gänge zu laufen, das ist für mich eigentlich nichts. Whatever they were for, they're starting to look pretty damn tempting. Ja, greift zu. I like the idea of having to go through, but I don't have much choice. It's schon merkwürdig. Andererseits, dann müsste ich dieses Frostgrips, ich müsste es ja jetzt schon sehen, glaube ich, oder? Ich verstehe. Again. They must be close. Ich hoffe einfach mal, dass das keine Munitionsverschwendung ist. Boah, jetzt lädt sich mein Grip-Ding wieder so ein bisschen auf. Ja, super. Ganzes Strom, der macht hier doch noch meine ganze Ausrüstung kaputt.
Cool. Ja, ne, wie war das, ne? Hände weg vom Lümmel und rein ins Getümmel, ne? Ja. Ich will jetzt nicht direkt sagen, mein Fehler. Ich meine, natürlich, ne, aber ich kann den halt nicht so beeinflussen. Das wäre jetzt ist doof gelaufen. Okay, muss ich jetzt wirklich jedes Mal, wenn ich drauf gehe, die Munition hier auch nochmal sammeln. Das ist ja herzallerliebst. Ring geregelt, würde ich mal sagen, glaube ich. Jetzt wollte ich eigentlich nur gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hier hat. Ne? Obwohl ich noch nicht mal weiß, ob der Kampf vorbei ist. Ja, der Kack da unten wird mir nämlich immer noch angezeigt, so halb. Wird nicht unbedingt besser. Ne? Sehr schön.
Ist hier immer noch aufgeladen. Ja, okay, Moment. Sie haben sich ja auch geteilt, ne? Also. Hier so rum, medizinische Station, weißt du Bescheid. Christ's sake! Hang in there. Maybe I can free you. What? Again? No, no! A little longer! Nearly charged! Did you work here? Do you know how to disable the castle security system? The castle? My energy! I don't know! I need to know. Where can I find... Arbeiten Sie hier? Nein, ich bin der Pizza. Oh. Fuck. Okay. Mr. Ward. Downstairs. I'm on it. Ja, natürlich nach unten. Ach ja. Ist sie nicht witzig? Okay.